Zwei Dinge waren in der letzten Handelswoche auffällig. Erstens, die US-Berichtssaison hat sich doch ziemlich eingetrübt mit Zahlen von IBM, Intel, Snap, Beyond Meat, die deutlich enttäuscht haben. Und zweitens, Jerome Powell hat jetzt erstmals offiziell ziemlich klar angekündigt, dass das Tapering kommen wird. Am 3. November wird die Fed ihr Sitzungsergebnis bekannt geben und wahrscheinlich dann sagen, dass im Dezember das Tapering beginnen wird. Dennoch die Aktienmärkte auf Allzeithoch, so zumindest der Dow Jones, S&P ganz in der Nähe des Allzeithochs, das gab einen kleinen Rücksetzer am Freitag, nachdem der Jerome gesagt hat, wir werden tapern und vor allem gesagt hat, wir werden nicht die Zinsen anheben. Wie kommt er denn jetzt überhaupt auf diese Zinsanhebung? Naja, er hätte schon sehr, sehr gute Gründe. Aber jetzt in dieser Woche, da wird es ziemlich knallen. Ob nach oben oder nach unten, das werden wir sehen und das wird abhängen von den großen fünf, die ihre Zahlen vorlegen, nämlich die großen marktschweren US-Tech-Konzerne. Zunächst mal Facebook, Gesichtsbuch, die werden heute nachbörslich schon ihre Zahlen bringen und morgen kommt dann Microsoft und Alphabet und am Donnerstag Amazon und Apple. Das ist schon eine massive Gewichtung um und bei ein Viertel im S&P 500. Da sind also praktisch diese wenigen Firmen verantwortlich für massive Kursbewegungen, die wir dann in den Indizes sehen dürften. Wir sehen, dass Facebook etwa ja schon ein bisschen schwach drauf ist. Nach den Zahlen von Snap, die zeigen, naja, die Werbeindustrie, die ist ein bisschen zurückhaltender, weil die sagen sich, wir haben schlichtweg manche Produkte gar nicht im Sortiment. Wir haben das Problem, dass wir genug Nachfrage haben, aber zu wenig Angebot. Warum sollen wir dann mit Werbung die Nachfrage noch weiter anheizen, wenn wir zu wenig Angebot haben? Hier sehen wir mal eine Reaktion auf die bisherigen Zahlen, wenn sie enttäuscht haben durch die US-Konzerne. Dann sehen wir, dass die Durchschnittsreaktion bei -4,5% liegt. Das ist also mit Abstand der größte Rücksetzer, die schlechteste Bilanz bei den Werten, die enttäuschen, die allermeisten überzeugen. Aber jetzt wird eben die Frage sein, wie geht der Ausblick weiter? Aber hier, da sehen wir, das wird schon sehr, sehr hart abgestraft. Und würde das sich wiederholen bei den großen fünf, dann wäre das für die Aktienmärkte ein Problem. Aber wir haben Goldman Sachs und die sagen, hey, es wird absolut neue Allzeithochs geben. Man zeigt, dass hier $1 Billion bereits jetzt in die Aktienmärkte geflossen ist. Seit dem Jahresbeginn absolutes Allzeithoch. Und hier in der unteren Grafik sagte Goldman Sachs, ja, das Sentiment ist negativ. So negativ wie schon lange nicht mehr. Naja, weiß nicht, die sind alle schon ziemlich dick investiert. Wir sehen, dass auch der Fear and Greed Index etwa jetzt nicht gerade von nackter Panik spricht. Aber die Frage ist eben, wie wird das Makroumfeld weitergehen? Wird diese ganze Stagflation, Inflationsthematik uns noch lange und stark beschäftigen? Lieferkettenprobleme, Materialmangel, Sie kennen all diese Dinge, die hier der Fall sind. Aber zunächst mal noch saisonale Muster hier, etwa der November in 75% aller Fälle positiv, aber noch haben wir den November ja nicht und November, Dezember mit der an sich besten Performance des Jahres, wie Goldman Sachs hier zeigt und erklärt, warum unbedingt jetzt gekauft werden muss. Anfang November können auch immer mehr Firmen, immer mehr US-Unternehmen ihre eigenen Aktien zurückkaufen. Das wäre natürlich ein Rückenwind, zumal wir eben bei diesen Buybacks jetzt auch einen neuen Rekord sehen. Aber wir haben ein Problem, meine Damen und Herren, und dieses Problem heißt Stagflation. Wir sehen, dass jetzt etwa die offizielle Zinsrate der USA minus die Inflation, also die Verbraucherpreise, auf dem niedrigsten Stand ever liegen, sogar schlimmer als in den 1970er Jahren. Sie wissen, die Inflation ist weit oben, die Zinsen sind weit unten und wie Octavio Costa hier zeigt, wir werden mindestens noch 400 Milliarden an QE in die Märkte gepumpt sehen durch die US-Notenbank. Das ist also eigentlich unvergleichlich, also man kann gar keine Worte dazu finden, was da eigentlich abläuft. Die Fed müsste längst schon die Zinsen angehoben haben, nämlich auf so 5-6%, so sagte zumindest der eine oder andere Ökonom, die Taylor Rule, die mal ökonomische Parameter eben wie Inflation und Arbeitsmarkt versucht
zu berechnen, was wäre da der richtige Zinssatz. Die kommt auf einen Zinssatz von über 9%. Jetzt kürzlich am Wochenende Janet Yellen, Finanzministerin, gesagt hat, also ich glaube nicht, dass wir die Kontrolle über die Inflation verloren haben. Wenn man so etwas sagt, dann hat man wahrscheinlich die Kontrolle weitgehend schon verloren. Und all das erinnert so ein bisschen an die 1970er Jahre. Damals ja. Das Problem, dass der Ölpreis sich massiv verteuert hat, nachdem die OPEC mehr oder weniger gesagt hat, also ihr im Westen, wir liefern jetzt mal etwas weniger. Es ging um diese ganze Israel-Palästinenser-Geschichte, damals jedenfalls. Dann Arthur Burns, der damalige Fed-Chef, hat gesagt, ja, also diese OPEC-Geschichte, die können wir ja gar nicht beeinflussen. Lasst uns doch mal den Ölpreis aus der Inflation irgendwie rausrechnen. Tun wir mal so, als gäbe es den gar nicht, weil da haben wir keinen Einfluss drauf. Da wird das sicherlich nicht auf Dauer so sein. Und dann begann eben die Phase der Stagflation in den 1970er Jahren. Arthur Burns, der damalige Fed-Chef, kam immer mehr unter Druck. Daraufhin kam auch der damalige Präsident unter Druck und nominierte Paul Volcker als neuen Fed-Chef. Der verknappte zunächst mal die Geldmenge, damit war schon vieles oder war natürlich erstmal eine negative Folge der Wirtschaft der Fall. Die USA stürzten in die Rezession, Paul Volcker hob die Zinsen an, das hat wehgetan alles, aber es hat langfristig das Problem eben beseitigt. Wir sind wahrscheinlich nicht mehr in der Lage, diesen Weg zu gehen, A, weil wir den Schmerz nicht mehr haben wollen und B, weil wir es nicht mehr können, weil die Dinge schon ohnehin so stark aus dem Ruder gelaufen sind. Hier sehen wir den Jerome, wie er am letzten Freitag nichts mehr gesagt hat von Transitory. Das Ding ist wohl erledigt. Da hat sich Paul und die Fed wohl derartig verschätzt. Hier oben sehen wir mal einen Tapering-Plan, wie er eben kommen dürfte ab Dezember. Dann werden im Juli keine Mortgage-Backed Securities mehr gekauft, noch ein bisschen Staatsanleihen. Das dürfte dann also immer weiter nach unten gehen. Und ja, die Märkte, die merken so langsam, hup, das wird natürlich für die Wirtschaft eine schwierige Geschichte. Nicht nur die Inflation, diese explodierenden Kosten für Energie, Lieferkettenengpässe, Materialmangel, die Wirtschaft kühlt schon deutlich ab. Auf der anderen Seite geht die Inflation nach oben. Wir sehen also, dass die Stagflationssorgen deutlich zunehmen. Und da ist eben jetzt die Frage, was kann da eine Notenbank noch tun? Geld drucken alleine wird nicht helfen. Darauf haben sich die Märkte ja aber immer verlassen. Geld drucken hilft. Die Chinesen versuchen das jetzt nämlich. Man hat sehr, sehr viel Geld, nämlich 200 Milliarden Yuan, in die Märkte gepumpt. Man wird ein bisschen unruhig im Reich der Mitte seitens der Pekinger Führung, hat man das Gefühl. Goldman Sachs hat jetzt die Wachstumserwartung für 2022 auf 5,2% gesenkt. Man geht davon aus, dass im dritten Quartal wahrscheinlich gar kein Wachstum mehr der Fall war. Jetzt versuchte China, neue Gelder zu akquirieren. Man will jetzt eine Property Tax, also eine Eigentumssteuer vor allem auf Immobilien anheben. Die gibt es schon in einigen wenigen chinesischen Großstädten, aber das soll jetzt ausgeweitet werden auf praktisch alle größeren Städte. Am Land will man das nicht machen, die haben eh kein Geld da. Dementsprechend ist man so ein bisschen bestrebt, offenkundig jetzt in einer Situation, in der der Immobilienmarkt ohnehin schon Schwierigkeiten hat, jetzt noch eine Art Immobiliensteuer zu erheben. Das halte ich für einen schweren, auch mentalen Fehler, der die Stimmung der chinesischen Bevölkerung nicht gerade verbessern wird. Jetzt hat der Peking auch gesagt, man wird jetzt die Kohle- und Energiepreise bzw. die Firmen, die Kohle und Energie liefern, und hier die Preise setzen, die wird man untersuchen, ob die irgendwie hier Wucher betreiben. Ja, es ist natürlich der Markt schuld, das ist ganz klar. Hier sehen wir mal asiatische Aktien, bisher relativ schlecht performt. Auch die Zahlen der asiatischen Unternehmen sind nicht sehr gut. So schlecht wie seit 12 Jahren nicht mehr im Vergleich zu anderen Regionen dieser Welt. Also wir sehen, dass diesmal der Druck so ein bisschen aus Asien kommt, und Druck hat derzeit auch die türkische Lira, nachdem Erdogan ja gesagt hat, die Botschafter Deutschlands, der USA und vieler anderer Länder, die für die Türkei eigentlich sehr wichtig sind, die sind unerwünscht. Noch ist nicht klar, ob die ausgewiesen werden. Die türkische Lira jedenfalls auf ein Allzeittief gefallen, fast bei 10 jetzt, also Dollar, Lira fast bei 10. Das ist eine immense Entwertung, die da stattgefunden hat. Die Türkei ist nach meiner Auffassung mit so das schwächste Glied, das am ehesten über den Jordan geht. Warum? Weil die Inflation da sehr hoch ist, weil die türkische Bevölkerung sehr, sehr stark verschuldet ist. Es ist gar nicht mal der Staat, aber die Türken selbst sind hochgradig verschuldet. Das heißt, da
kippen wahrscheinlich zuerst die Konsumenten, und das ist immer gefährlicher, als wenn ein Staat hoch verschuldet ist, dann kann er Geld drucken, aber was kann er machen, wenn die Leute praktisch Oberkante, Unterlippe sind und dann massenweise über den Jordan gehen finanziell. Und wie schaut es bei uns aus? Wir haben heute den IFO-Index, der um 10 Uhr kommen wird. Das dürfte jetzt wohl der vierte Rückgang in Folge werden. So war es auch letzte Woche bei dem deutschen Einkaufsmanager-Index, vierter Rückgang in Folge. Und wir sehen vor allem, dass die Wirtschaft stagniert. Das hat Market klar gesagt, dass diese Daten letzte Woche erhoben hat. Wirtschaft stagniert, gleichzeitig steigt die Inflation weiter, Inputkosten steigen, Verkaufspreise steigen deutlich. Das ist die klassische Definition einer Stagflation. Und wir haben jetzt, vielleicht das sei mal einen Blick auch auf die Landwirtschaft erlaubt, Mineraldünger wird fast unbezahlbar, die Preise steigen und steigen, und viele Bauern überlegen sich jetzt, soll ich da noch reinkaufen in diesen massiv gestiegenen Chart oder soll ich es lassen? Das ist das alte Problem der Hortung. Wer damals in Corona kein Klopapier mitgehortet hat, der hat dann teilweise das Problem gehabt, eben, dass er keins mehr hatte. Also das ist eine schwierige Geschichte. Ohne diese Mineraldünger würde die Winter- und Sommergetreideernte etwa minus 40% betragen. Winterraps minus 50%, Maiszuckerrüben minus 30%, Kartoffeln minus 50%. Beziehungsweise minus 30%, je nachdem, ob Früh- oder Spätkartoffeln. Also da sehen wir, da ist einiges in der Mache. Wir sind auf der anderen Seite jetzt wieder in der Situation, dass Corona ein immer größeres Problem wird. Hier die Commerzbank sagt, hier kommt die befürchtete Herbst-Corona-Welle in hohem Tempo auf uns zu. Das bekommen inzwischen auch die Intensivstationen zu spüren. Höchste Belegung seit Juni jetzt auf den Intensivstationen. Vielen Nachbarländern hat die Infektionswelle ein besorgniserregendes Ausmaß erreicht. Eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen könnte nur eine Frage der Zeit sein. Hier in der mittleren Grafik sehen wir mal 2021, von welchem Niveau wir kommen. Das ist schon höher als das Niveau 2020. Und unten sehen wir die Zahl der Intensivbelegung. Jetzt doch mal zurück zu dem Winter und zu dem Thema Energiekrise, Energiepreise. Hier sehen wir das offenkundig, dieses La Niña-Pattern. Also hier diese meteorologische Großwetterlage dazu führt, dass die nördliche Hemisphäre wohl kalte Temperaturen zu erwarten hat. Das sehen wir schon in China, das sehen wir in Japan, das sehen wir auch in Südkorea. Also dort sind die Temperaturen schon außergewöhnlich kalt. Katar, jetzt als größter Lieferant von Erdgas, hat gesagt, also wir erwarten für die nächsten Jahre eine Gas Shortage, also eine zu geringe Lagerhaltung bei Öl. Das dürfte die Preise weiter oben halten. Und Gott sei Dank haben wir, meine Damen und Herren, Marcello Fracerino, der jetzt natürlich genialerweise wieder gesagt hat, Benzinpreise sind auf keinem Rekordhoch, wenn man die Kaufkraft der Menschen berücksichtigt. Das macht die Inflation bei Energiepreisen für Menschen mit geringem Einkommen noch immer schmerzvoll, aber es ist eine wichtige Einordnung. Genau, Marcello, ne? So, Kaufkraftverlust, gell, wir können das ja vergleichen mit möglicherweise, gell, Benzinpreise nicht auf Allzeithoch. Ne, damals war es ja auch nachts kälter als draußen, gell, Marcello? Ne? In dem Sinn hat natürlich der Marcello recht, es wird Zeit, dass der Mann Bundesbankpräsident wird. Ich hoffe, das kommt bald, meine Damen und Herren. Und jetzt zum Beginn der Woche zwei Artikeltipps für Sie. Der erste, gell, Gold, Silber, Kupfer, jetzt oder nie, wo mein Kollege Rüdiger Born mal sich die Ausgangslage anguckt und sagt, was wird da passieren wahrscheinlicherweise, zumindest was sagen uns die Charts derzeit. Und der zweite Artikel, Gold als sicherer Hafen, Bitcoin dagegen eine Tulpenblase, dieser Artikel versucht zu zeigen, wie eng korreliert sind etwa Bitcoin und die Aktienmärkte und Gold und die Aktienmärkte, und da ergeben sich interessante Perspektiven. Beide Artikel werde ich Ihnen unter dem Video verlinken und sage jetzt Servus und Ciao.